Willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es richtig extrem. Ihr kennt nämlich alle den Hot Chip und es gibt einen Nachfolger. Und den habe ich auch bestellt, direkt zweimal. Und zwar den Salt Chip. Und wir werden Ash heute damit pranken. Es wird richtig ehrenlos. Ich habe Angst. Ich habe ihn schon probiert. Schmeckt nicht. Ist echt eklig. Schritt 1, wir gehen nach unten. Hallöle. Habe ich dir erlaubt, Ash heute zu pranken? Kommt drauf an, mit was? Da haben wir ja, okay. Ja, was machst du denn? Kennst du den? Nein. 5 Euro, wenn du einen Chip nimmst. Nur ein Stück? Nein! Es ist ein 10 Euro für ein Stück. Nein. Das wird teuer. 20 Euro für ein. Also nur ein kleines Stückchen davon für 20 Euro. Das ist. Dann ist man übersalzen. Nein! Ich will es nicht. Nur ein Stück? Nein! Komm, 50 Euro. Nein, für ein Stückchen. Immer noch. Nur ein Stück! Hast du den schon mal probiert? Ja. Sehr salzig? Ja. Nee, Zunge nee. Fest? Ja. Nein. 100 Euro für ein Stück? Nein. Warum nicht? Das ist zu doll. Chrissy? Nein. 100 Euro? Nein. Nein, der ist nicht weiß. Auch mit Handschuhen. Schau mal, wie der aussieht. Um Gottes Willen, das ist doch. Mach mal A, mach mal Mund auf. Max, mach mal Mund auf, mach mal A, mach mal A. Ich werde Ash das Ding irgendwo einem Burger unterjubeln. Ich muss mir noch überlegen, wie ich ihm das Ganze nachher verkaufen werde, weil er ist immer sehr skeptisch. Ach nee, warum wohl? Ich verstehe gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum man hier so skeptisch so bei Max ist. Also jedes Mal, wenn du mit dem Burger ankommst, ist irgendwas. Ja, echt. Ab zu Papa. Hallöchen. 5 Euro, wenn du ein Stück von diesem Hot Chip hier isst. Salt Chip, sorry. Ja, kannst du heute Abend nochmal fragen beim Fernsehen. Jetzt ist Arbeit. 10 Euro für ein Stück? Guck mal, beim Arbeiten, da esse ich ja sonst. Bei mir gibt es ja so eine ganz klare Trennung zwischen Arbeit und... 20 Euro, wenn du aufhörst zu reden? 50 Euro. Salt. Möchtest du 50 Euro und nur ein kleines Stück davon? Nein. Warum nicht? Warum will das keiner? Weil das ist gefährlich. 100 Euro, wenn du den jetzt isst. Alter, das ist das krass. Guck mal, die Farbe passt sogar. Das passt doch sogar. 100 Euro und ein Stück davon. Das sieht aus wie Fruchtgummi oder so. Ich mach. Hast du schon gegessen? Nee, ich möchte nicht. Ich möchte nicht kürzen, ich möchte nicht. 100 Euro für ein Stück? Nein. Darf ich Ash pranken? Hab ich Erlaubnis von dir? Mit dem Ding? Darf ich Ash pranken? Willst du ihm das ins Brot bröseln oder so? Ähnlich, darf ich? Wieso fragst du mich das? Machst du doch sowieso. Ja, okay. Hier meinte Mama, sie hat noch was für mich. Max, ich gebe dir 100 Euro, wenn du den isst. Ich esse ein Stück davon dann und ich gebe 100 Euro. Ja. Sicher? Sicher. Ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal den Salt Chip. Also ich kann auch einmal anlecken. Da können wir ja schon mal gucken, was ich hier Ash gleich geben werde. Ist das der einzige, den du hast? Ihhh, das sieht doch voll eklig aus. Das ist nicht so wie der andere, so richtig schön. Ich nehme hier so eine kleine Ecke, okay? Ist er wirklich so extrem? Bäh. Bäh, das ist ja voll pappig. Das ist ja übel pappig. Alt. Boah, Digga, ist eklig. Sehr salzig. Huhuhu. Ey. Oh, der ist aber, war doch bestimmt schlimmer, oder? Diese Hot Chip. Der ist einfach nur widerlich. Grün. Der ist einfach nur widerlich auf einem anderen Level. Die leicht verdientesten 100 Euro und ich würde sagen, jetzt müssen wir ganz schnell zu Mc's. Es ist jetzt gerade nämlich, oh mein Gott, warte, wann hat er Schluss? Es ist jetzt 5 nach 1 hat er Schluss. Oh mein Gott, er kommt heute mit dem E-Scooter, ich kann ihn leider nicht abholen. Das heißt ungefähr, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen los. Boah, warum sind hier so viele Autos? Wir sind jetzt bei McDonald's, aber der Parkplatz ist, warum? Es ist 10 vor 1, warum sind so viele gerade hier? Ist der Drive-In frei? Ich würde sagen, wir fahren jetzt ein Drive-In. Und dann hoffen wir, dass wir einfach rechtzeitig zu Hause ankommen. Hallo, bitteschön. Hallo, ich hätte gerne 2 McPlants. 4, sorry. 4 was? 4 McPlants gerne. 4 McPlants, ja? Ja, das wäre alles. Oder willst du noch was? 21,96 am 2. Alles klar, danke. Puh, das ging flott. Das ging ehrlich flott. Schere, Stein, Papier, wer zahlt? Schere, Stein, Papier. Du zahlst eh. Essen ist da. Wir haben jetzt 4 McPlants bestellt. Es ist jetzt 3 Minuten vor 1. Ash hat einen 8 Minuten Schluss. Das heißt, es wird ein sehr, sehr knappes Ding. Ab nach Hause. Leute, 13.09 Uhr. Hat irgendwie doch länger gedauert als gedacht. Aber wir müssen es ranhalten. Ich habe Angst, dass er jetzt hier im Moment hier ist. Wie lange braucht Ash mit dem E-Scooter von der Schule hierher? Haben wir noch Zeit oder haben wir keine Zeit? Halbe Stunde? Ja, halb ist er hier. Wenn das stimmt, da habe ich ja echt entspannt, weil ich habe Angst, dass das ja eine komplette Prank für den Arsch ist. Okay Leute, wir haben jetzt hier 4 Burger. Einen Salt Chip, ich würde sagen 2 Burger lassen wir wie sie sind. Und. Boah, Junge, die klatscht schon mal so viel Salat da drauf, ne? Das ist geil, aber. Wir müssen den Burger erstmal umdrehen. Dann nehmen wir uns das untere, weil das ist einfach, hier ist meistens keine Soße, gar nichts drauf. Würde ich sagen. Gehen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher. Das wird, der wird kotzen davon. Das ist. Ich habe Angst vor der Reaktion, ne? Ich habe wirklich Angst, dass er. Er ist so schon skeptisch, wenn wir was zu essen bringen. Ich habe ihm letztens einfach so einen Burger mitgebracht. Er wollte ihn erstmal nicht essen, ohne vorher zu gucken. Der hat so Schiss immer. Okay. Das ist schon gemein.
Oh, das geht. Guck mal, das ist gar kein richtiger Chip, das ist nur Pulver. Ja. Hä? Oh, wie schön, wie schön, wie schön. Wir dürfen natürlich keine Spuren hinterlassen. Sieht genauso aus wie vorher. Ah, nein, guck mal auf der Seite. Oh. Ah! Nicht gut. Mein Gott, ey, es tut mir wirklich sehr leid. Salt Chip Burger Nummer 1 ist fertig vorbereitet. Das Ding wird Ash gleich snacken. Es tut mir wirklich leid, Ash. So, den zweiten machen wir auch noch direkt fertig, oder? Ey, das Ding ist, ich hab wirklich das Gefühl, dass hier gar kein Chip mehr drin ist. Dass es gar kein Chip ist, sondern einfach nur Pulver. Das sieht richtig widerlich und ekelhaft aus, ey. Quatsch. Ich kann nicht oft genug sagen, es tut mir leid, Ash. Hier ist ein Stück Salat. Mit dem Pulver. Machst du wirklich? Schmeckt man das so stark schon? Da war nur ein bisschen drauf und schmeckt aber krass versalzen. Kleines Testobjekt, hier so ein bisschen Pulver mit Salat. Oh, nee. Offizielles... Was guckst du? Ich hab nur geguckt, wie spät ist das? Achso, Junge, ich dachte, der kommt da schon. Nein. Okay, Burger Nummer 2 ist vorbereitet. Jetzt warten wir, dass Ash aus der Schule kommt. Also ich stell jetzt einfach hier auf mal die Burger hin. Dann glaubt nämlich Ash eher, dass wir nichts damit gemacht haben und die quasi noch ran. Runter, da sind ja die gar nicht. Meinst du so hier? So? Dann zweifelt er weniger. Ash ist da. Ich bin aufgeregt, aber. Oh, der ist schon da. Na, Moisi, du bist ja schon da. Na, wie war's? So? Ash ist zu Hause. Ich muss jetzt noch nach oben kommen. Audio on Ash. Wir waren gerade mit Chrissy kurz bei McDonald's, weil wir heute ein Video machen, wo wir morgens, mittags, abends quasi die ganze Zeit nur Burger essen. Hast du Bock, da gleich kurz ein Wettessen zu machen fürs Video? Irgendwie so, keine Ahnung, 50 Euro, wer schneller Burger isst oder so? Bitte, sagt er ja. Er wirkte nicht so motiviert, er hat irgendwie nicht den schönsten Schultag wahrscheinlich gehabt. Puh, ey, ich bin aufgeregt, ey. Ihr wollt Burger, wer schafft mehr Burger mit 3 Burger? Nee, wir machen... schneller. Du isst ein, Chrissy und ich ein. Sechs und ab, kann ich keine. Nein, nur ein Teil vom Video. Ich geb lieber den oberen. Ja, am Ende ist am Anfang noch was drin. Wir machen eine Stoppuhr. Nein, wir machen wirklich, wer erst auf ist, kriegt 50 Euro. Oh mein Gott, ich dachte, Ash guckt hier in den Burger, aber zum Glück hat er nur die Tomate rausgenommen. Seid ihr ready? Jo. Ready. Okay, 3, 2, 1 und los. Ich werde eh verlieren. Ey, das kippt jetzt hier. Mmh. Wieso ist bei mir auch was drauf? Ich hab ihn nicht getauscht. Warum soll nur Ash leiden? Oh shit. Eigentlich war geplant, dass du nur einen bekommst. Jetzt habe ich bei Max auch einen gemacht. Wirklich 50 Euro, was schneller ist. Oh, warte, ich esse schnell. Die darf Person auch behalten. Also, mir geht's gut. Mmh. Wenn schon, denn schon. Das ist so widerlich. Ehrlich, es ist einfach so salzig. Es ist ekelhaft. Und Ash, wie schmeckt das Salt Chip? Oh. Das Ding ist, wir zwingen uns das jetzt trotzdem rein, weil der Gewinner kriegt 50 Euro. Das geht nicht. Das ist so unangenehm. Ich kriege Bauchschmerzen. Ich muss, glaube ich, gleich kotzen davon. Aber warum ist der so schnell? Warum ist der so schnell? Ist es egal, dass es salzig ist? Das ist so unangenehm. Mhm. Aufgegessen. Ja, aber warte mal ganz kurz. Also Chrissy und Ash hatten gleichzeitig das letzte Stück im Mund, aber Chrissys Karton sieht Ash so aus. Das trotzdem. Und Ash Karton? Aber ich hab ein Salt drin. Ja, hier ist sogar noch Ash Gurken, Tomaten. Schmeckt das auch so eklig. Das war krank eklig. Chrissy! Das ist doch, war doch. War es Absicht, dass bei mir auch ein Salt drauf war? Ja. Ein F für uns beide in die Kommentare, weil das war echt eklig.